Hallo meine Lieben. Toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge von Lunaris liest. Und es geht weiter in unserem Rollenspiel-Abenteuer. Wir sind im verlorenen Turm unterwegs. Wir sind auf der Suche nach einer Lösung, wie wir den Zauberer Eindride aus der Zwischenwelt zwischen Leben und Tod befreien können. In die er selber hineingeraten ist, weil er einen Zauber gewirkt hat, der zu mächtig für ihn war. Und ob das jetzt eine gute Entscheidung ist, dass unsere Kumpanin Silvari, die Naga und wir diesen Zauberer aus der Zwischenwelt holen, das werden wir jetzt erleben. Viel Spaß! Ja, was für eine wilde Geschichte, oder? Und wir waren uns ja nach der letzten Folge schon nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, weil Eindride, bevor er diesen Zauber gewirkt hatte, ja eigentlich so Richtung dunkler Seite der Macht abgewandert ist oder er sich mit seinem Zaubererkumpel Eolande, dem Erhabenen, ja darüber auch zerstritten hatte und Eolande hatte ja den Turm verlassen. Deshalb. Und Eindride war einsam zurückgeblieben und hat weiter geforscht. Wir wissen nicht, auf welchem Stand Eindride war, als er sich in die Zwischenwelt geschossen hat. Und es ist auch schon eine ganze Weile her, laut ChatGPT. Was machen wir also jetzt? Wir machen das, was beim letzten Mal angesagt war. Wir begeben uns zur Bibliothek des Turms und suchen nach Hinweisen, nach Tagebüchern, nach persönlichen Notizen, wie wir Eindride möglicherweise aus der Zwischenwelt holen können. Auf geht's. Also, begib dich zur Bibliothek des Turms und suche nach Hinweisen, wie Eindride aus der Zwischenwelt in die er sich durch einen misslungenen Zauber gebracht hat, befreit werden kann. Enter. Zurück in der Bibliothek beginnen Silvari und du, die Bücherregale systematisch zu durchforsten. Ihr achtet besonders auf Werke über Übergangsrituale, Seelenbindung oder andere mächtige Zauber, die Eindride verwendet haben könnte. Nach Stunden des Suchens stößt du auf ein abgegriffenes, ledergebundenes Buch mit dem Titel »Die Kunst der Seelenverschmelzung«. Beim Durchblättern siehst du komplexe Diagramme und Formeln. Mitten im Buch findest du einen Abschnitt, der das Ritual der Rückkehr genannt wird. Es beschreibt, wie man eine Seele, die in der Zwischenwelt gefangen ist, zurück in die physische Welt holen kann. Laut dem Buch erfordert das Ritual drei Hauptkomponenten. Erstens, einen Anker zur physischen Welt. Dies könnte ein geliebter Gegenstand oder ein Ort sein, zu dem der Gefangene eine starke emotionale Bindung hat. Zweitens, das Blut einer treuen Gefährtin oder eines treuen Gefährten. Dies ist notwendig, um die Bindung zwischen den Welten zu stärken und die Seele sicher zurückzuführen. Drittens, die Beschwörung der richtigen Worte. Ein Zauberspruch, der im Buch aufgeführt ist, muss genau zur Mitternachtsstunde rezitiert werden. Mit dem Wissen um dieses Ritual kehrst du zum Altar und dem Kristall zurück, in der Hoffnung, Eindride endlich zu befreien. Das Problem ist nun, die nötigen Komponenten zu finden und sicherzustellen, dass alles korrekt ausgeführt wird. Ja. Dann ist ja eigentlich klar, was wir als nächstes tun müssen. Mach dich auf die Suche nach den nötigen Komponenten. Silvari und du begebt euch an die Arbeit, um die nötigen Komponenten für das Ritual zu finden. Erstens, ein Anker zur physischen Welt. Nach einer gründlichen Durchsuchung des Zimmers entdeckst du eine kleine Schatulle, die mit Runen besetzt ist. Silvari, die sich an ihre Kenntnisse über Eindride erinnert, schlägt vor, dass es sich dabei um einen Gegenstand handeln könnte, zu dem Eindride eine besondere emotionale Bindung hat.
In der Schatulle findest du einen Ring mit einem imposanten Edelstein. Auf dem Ring ist der Name Lysandra eingraviert. Möglicherweise der Name einer geliebten Person in Andrides Leben. Dieser Ring könnte als der physische Anker dienen. Zweitens. Das Blut einer treuen Gefährtin oder eines treuen Gefährten. Nach einigen Zögern bietet Silvari ihr Blut an. Sie hat sich im Laufe eurer Reise als loyale und vertrauenswürdige Gefährtin erwiesen. Und ihr Blut könnte als starker Bindungsfaktor zwischen den Welten dienen. Drittens. Die Beschwörung der richtigen Worte. Du nimmst das Buch »Die Kunst der Seelenverschmelzung« und studierst den Zauberspruch sorgfältig. Es ist wichtig, dass die Worte genau rezitiert werden, damit das Ritual erfolgreich ist. Mit allen Komponenten bereit, bereitest du den Altar für das Ritual vor. Der Kristall wird in die Mitte des Altars gelegt. Der Ring daneben. Silvari zieht mit einem Dolch vorsichtig einen Schnitt über ihre Handfläche und lässt ihr Blut auf den Kristall tropfen. Die Atmosphäre im Raum wird schwer und geladen, während du den Zauberspruch aus dem Buch rezitierst. Der Kristall beginnt zu leuchten. Und plötzlich erscheint ein helles Portal vor dem Altar. Ein Schatten formt sich in der Mitte des Portals. Und langsam nimmt er die Gestalt von Andride an. Als das Licht des Portals verblasst, steht Andride, sichtlich erschöpft, aber lebendig, vor dir und Silvari. Mit Tränen in den Augen dankt er euch beiden für eure Hilfe und erzählt von den Qualen, die er in der Zwischenwelt erlebt hat. Das Ritual war ein Erfolg und Andride ist endlich frei. Buh, das ist gleich so ein Gänsehautding am Anfang, ne? Wie krass, wir haben ihn wirklich aus der Zwischenwelt zurückgeholt gerade. Aber was machen wir jetzt? Boah, das ist so krass. Andride ist frei. Jetzt müssen wir rausfinden, ob er, also wie es ihm geht, auf welcher Seite er steht, oder? Wir müssen rausfinden, auf welcher Seite er steht. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir fragen ihn einfach nach dem Streit mit Eolande. Andride, wie es zu dem Streit mit seinem Zauberer Freund Eolande, dem Erhabenen, kam. Andride blickt nachdenklich in die Ferne, als er sich an die vergangenen Ereignisse erinnert. Eolande und ich waren einst die besten Freunde und gemeinsam haben wir viele Jahre in der Studie der Magie verbracht. Unsere Kräfte wuchsen und mit ihnen wuchs auch unser Ehrgeiz. Eines Tages stießen wir auf alte Schriften, die von einem mächtigen Artefakt erzählten. Dem Herz der Welten. Einem Kristall von unschätzbarem Wert und unvorstellbarer Macht. Wir beschlossen, dieses Artefakt zu suchen. Monate, vielleicht Jahre vergingen und endlich fanden wir einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Hier,
wo der verlorene Turm steht. Aber je näher wir dem Herz der Welten kamen, desto größer wurde die Kluft zwischen uns. Eolande war besessen von der Idee, die Macht des Herzens zu nutzen, um die Welt nach seinen Vorstellungen zu formen. Er glaubte, dass die Menschen und magischen Wesen nicht in der Lage waren, sich selbst zu regieren, und dass nur mit seiner Führung wahre Ordnung und Frieden erreicht werden könnten. Ich hingegen glaubte, dass das Herz der Welten zu mächtig war, um von einem Einzelnen kontrolliert zu werden. Ich wollte es sicher wegschließen, damit niemand seine Macht missbrauchen konnte. Dieser Meinungsunterschied führte schließlich zu einem heftigen Streit. Eolande fühlte sich von mir verraten und in einem hitzigen Duell verbannte er mich in die Zwischenwelt. Eindride schaute ich mit traurigen Augen an. Ich bereue es zutiefst, dass unsere Freundschaft auf diese Weise enden musste. Aber ich werde immer für das stehen, was ich für richtig halte, selbst wenn es bedeutet, mich gegen alte Freunde zu stellen. Wait a second. Das erzählt er uns hier jetzt, ne? Spulen wir mal kurz ein bisschen zurück. Das Interessante ist, wenn wir jetzt ein bisschen zurückspulen, haben wir hier ja Hinweise gefunden, dass das, was Eindride jetzt gerade erzählt, vielleicht nicht stimmt. Denn ein bisschen weiter vorne stand ja, Eindride strebte nach immer mehr Wissen und Macht und seine Methoden wurden immer rücksichtsloser. Eolande hingegen vertrat die Ansicht, dass Magie ein Werkzeug zum Wohle aller sein sollte und nicht nur zum persönlichen Gewinn. Es kam zum Bruch und Eolande verließ den Turm mit seinem Freund. Eindride blieb allein zurück und fuhr fort, dunklere Arten der Magie zu studieren, bis er schließlich in Vergessenheit geriet. Das klingt ein bisschen anders als das, was Eindride uns gerade erzählt hat. Hat er uns also angelogen? Oder ist das, was in der Schriftrolle stand, falsch? Wir werden ihn also jetzt damit konfrontieren, würde ich mal behaupten. Also was wir jetzt ja auch noch hier gefunden haben, ist, dass diese Runen im Altarraum von einem letzten Zauber sprechen, den Eindride wirken wollte, weil er Macht haben wollte. Und dass dieser Zauber dazu geführt hat, dass Eindride in die Zwischenwelt geschleudert wurde. Schwierig. Das klingt ein bisschen anders als das, was er uns gerade versucht zu erzählen. Deswegen, wie gesagt, wir konfrontieren ihn jetzt mal damit. Konfrontiere Eindride mit deinem Wissen aus der Schriftrolle, der zufolge Eindride nach immer mehr Wissen und Macht strebte und seine Methoden immer rücksichtsloser wurden, Eolande hingegen vertrat die Ansicht, dass Magie ein Werkzeug zum Wohle aller sein sollte und nicht für den persönlichen Gewinn. Dadurch soll es zum Bruch gekommen sein. Und Eolande soll daraufhin den Turm verlassen, den Turm und seinen Freund verlassen haben. Eindride sei allein zurückgeblieben und habe damit weitergemacht, dunkle Arten der Magie zu studieren. Enter. Eindrides Gesicht verhärtet sich und er starrt dich einen Moment lang stumm an. Schließlich bricht er das Schweigen. Es stimmt, beginnt er leise.
dass meine Methoden radikaler wurden. Aber versteh mich richtig, ich strebte immer nach Wissen und Macht, weil ich dachte, dass es zum Wohle aller sei. In dieser gefährlichen Welt dachte ich, dass wir die Gabe der Magie besitzen, stark genug sein müssen, um sie zu schützen. Meine Absichten waren nie bösartig. Es ist auch wahr, dass Eolande und ich uns über die Natur und den Zweck der Magie uneinig waren. Ich glaubte, dass wir unsere Macht nutzen sollten, um die Welt zu formen und ihr Ordnung und Struktur zu geben. Während er dachte, dass wir nur als Beschützer und Heiler agieren sollten. Eolandes Abreise hat mich tief getroffen. Vielleicht bin ich in meiner Einsamkeit und Enttäuschung abgedriftet. Vielleicht habe ich Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen. Aber ich habe niemals das Wohl unserer Welt aus den Augen verloren. Er senkt den Kopf und murmelt. Vielleicht war es mein Stolz, der mich blind gemacht hat. Vielleicht war ich zu stur, um zuzugeben, dass ich falsch lag. Aber ich bereue jeden Tag, was passiert ist und dass ich meinen besten Freund verloren habe. Nach einem tiefen Atemzug blickt er wieder auf und sagt: Was auch immer in diesen Schriftrollen steht, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Und ich hoffe, dass ich meine Fehler wieder gut machen kann. Okay. Ein Dride zeigt also Einsicht. Nehmen wir ihm das ab? Also ich persönlich würde mal behaupten, wenn du so lange Zeit über Jahrhunderte in der Zwischenwelt verbracht hast, dann hast du viel gesehen und viel erlebt und viel Zeit gehabt, über das nachzudenken, was du da angestellt hast. Und ich nehme ihm auch ab, dass er wahrscheinlich Gutes im Sinn hatte. Aber man kann auch aus guter Absicht heraus doofe Dinge tun. Beweis, er hat sich in die Zwischenwelt geschossen. Nun ja. Wie machen wir weiter? Der war also jetzt seit Jahrhunderten oder auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange Zeit in dieser Zwischenwelt gefangen und jetzt steht er lebendig vor unserer Nase. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Frage ein Dride: Wie alt Zauberer werden können? Warte, wie er? Frage ein Dride: Wie alt Zauberer wie er werden können? Ein Dride lächelt sanft und antwortet: Zauberer wie ich, die sich intensiv mit der Magie beschäftigen und ihre Geheimnisse erforschen, können weit über die normale Lebensspanne eines Sterblichen hinausleben. Es ist nicht ungewöhnlich für uns, mehrere Jahrhunderte alt zu werden. Vorausgesetzt, wir fallen nicht einem Unfall, einem fehlgeleiteten Zauber oder einem Feind zum Opfer. Die Magie selbst kann unsere Lebenskraft verlängern, unsere Zellen verjüngen und unseren Geist wachhalten. Er zieht nachdenklich an seinem Bart. Ich selbst bin bereits über 400 Jahre alt. Aber das Alter allein ist nicht immer ein Segen. Mit der Zeit sammeln sich auch Verluste und Bedauern an. Eolande und ich waren einst wie Brüder und unser Streit. Es ist einer meiner größten Schmerzen. Er fügt hinzu: Aber auch wenn unsere Körper und Geister lange halten können, sind wir nicht unsterblich. Selbst die mächtigsten Zauberer müssen sich schließlich der Vergänglichkeit des Lebens stellen. Nun, das war doch ein wesentlicher Hinweis.
bin ja immer dafür, dass man zumindest mal versucht, wenn eine solch alte Freundschaft aus zwei so intelligenten Herrschaften besteht. Wollen wir versuchen, die zu kitten? Wollen wir versuchen, Eolande zu finden, wenn er denn noch lebt? Oder, wartet mal, vielleicht brauchen wir sogar seine Hilfe, wir wissen das ja noch gar nicht. Also wir hätten jetzt die Option, ihn zu fragen, ob er glaubt, dass Eolande noch am Leben ist. Und zweitens brennt mir auch immer noch die Frage unter den Nägeln, was genau er in der Zwischenwelt erlebt hat oder welche Erfahrungen und Weisheiten er mitgenommen hat von dort. Okay, also ich bin dafür, dass wir ihn jetzt erstmal nach seinen Erfahrungen aus der Zwischenwelt fragen und ob er glaubt, dass dieser legendäre Kristall, das Herz der Welten, da nun wirklich sicher ist. Oder ob er es vielleicht sogar wieder mitgebracht hat? Man weiß es nicht. Also wir fragen ihn das jetzt. Frage Eindride nach seinen Erfahrungen in der Zwischenwelt und erstmal nach seinen, genau, Frage Eindride nach seinen Erfahrungen aus der Zwischenwelt. Eindride schließt einen Moment die Augen, als wolle er sich sammeln, bevor er beginnt zu sprechen. Die Zwischenwelt ist ein Ort jenseits von Zeit und Raum, den sich die meisten Menschen nicht einmal vorstellen können. Es ist weder Leben noch Tod, weder Dunkelheit noch Licht. Es ist eine unendliche Weite des Nichts und alles zugleich. Seine Augen wirken traurig, als er fortfährt. Dort existiert keine Emotion, kein Schmerz, aber auch keine Freude. Ich fühlte mich gleichzeitig überall und nirgends. Meine Gedanken waren klar, doch ich hatte das Gefühl, in einem endlosen Nebel gefangen zu sein. Es war, als wäre ich von allem getrennt, was mir einmal bekannt war. Und dennoch schien ein unsichtbares Band alles miteinander zu verknüpfen. Er zuckt leicht mit den Schultern. Die Zeit verläuft dort anders. Was sich wie Ewigkeiten anfühlte, waren vielleicht nur Augenblicke in dieser Realität. Ich war mir meiner Existenz bewusst, aber das Gefühl, wirklich am Leben zu sein, war mir entzogen. Es war, als ob ich zwischen den Seiten eines Buches gefangen war, ohne den Anfang oder das Ende zu kennen. Er atmet tief durch, sichtlich von der Erinnerung berührt. Es war eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Doch sie hat mir auch gezeigt, wie kostbar das Leben und die Verbindung zu anderen ist. Es hat mir die Augen geöffnet für das, was wirklich wichtig ist und was ich in meinem Streben nach Macht vernachlässigt hatte. Frage ihn, was das ist. Eindride schaut in die Ferne, als ob er nach den richtigen Worten sucht. Schließlich antwortet er: Das, was wirklich zählt, ist die Verbindung, die wir zu anderen haben. Freundschaft, Familie, Liebe. Das sind die Dinge, die unserem Leben Sinn geben. In meiner Besessenheit nach Macht und Wissen habe ich das aus den Augen verloren. Ich vernachlässigte die Menschen um mich herum, einschließlich Eolande. Er senkt den Kopf mit Reue in seinen Augen. Ich erkannte in der Zwischenwelt, dass Wissen und Macht bedeutungslos sind, wenn man niemanden hat, mit dem man sie teilen kann. Das Leben besteht nicht nur aus Erkenntnissen und Fähigkeiten,
sondern auch aus den Beziehungen, die wir knüpfen und den Erinnerungen, die wir schaffen. Er blickt dich direkt an. Die Zwischenwelt hat mir gezeigt, wie leer und kalt die Existenz ohne die Anwesenheit anderer ist. Es hat mir die Bedeutung von Mitgefühl, Verständnis und Vergebung vor Augen geführt. Wenn ich aus dieser Erfahrung etwas mitnehmen kann, dann die Erkenntnis, dass ich meine verbleibenden Tage nutzen möchte, um die Verbindungen, die ich zerbrochen habe, zu reparieren und neue zu knüpfen. Er seufzt leise. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, um Wiedergutmachung zu leisten und zu lernen, was es wirklich bedeutet, zu leben. Ding, ding, ding. Wir haben unseren Hinweis. Ich glaube, unser nächstes Ziel ist, wir müssen Eolande finden. Aber bevor wir das tun, möchte ich natürlich noch wissen, frage ihn, was mit dem mächtigen Kristall, genannt das Herz der Welt, passiert ist. Enter. Eindride schließt kurz die Augen und atmet tief durch, bevor er antwortet. Das Herz der Welt, ein wahrlich mächtiger Kristall, der eine Quelle purer, roher Magie ist. Seine Kraft kann von unschätzbarem Wert sein, aber auch von großem Risiko. Er zögert einen Moment, scheinbar unsicher, wie viel er preisgeben soll. Schließlich spricht er weiter. Als ich meine Studien in die dunklere Magie vertiefte, glaubte ich, dass das Herz der Welt mir die Macht geben könnte, die ich begehrte. Ich war besessen von der Idee, es zu finden und zu nutzen. Und tatsächlich gelang es mir, den Kristall zu lokalisieren und in den Turm zu bringen. Sein Gesichtsausdruck wird finster. Aber ich hatte nicht erwartet, welche Auswirkungen der Kristall auf mich haben würde. Seine Energie war überwältigend und ich konnte mich kaum dagegen wehren. Es veränderte mich, trieb mich immer weiter auf den Pfad der Dunkelheit und führte schließlich zu meinem fatalen Experiment und meiner Gefangenschaft in der Zwischenwelt. Er schluckt, bevor er fortfährt. Eolande erkannte die Gefahr, die vom Herz der Welt ausging. Kurz bevor er den Turm verließ, gelang es ihm, den Kristall zu versiegeln und irgendwo im Turm zu verbergen, um sicherzustellen, dass niemand, einschließlich mir selbst, ihn je wieder verwenden könnte. Eindride blickt dich eindringlich an. Das Herz der Welt ist mächtig und gefährlich. Solltet ihr es finden, bitte ich euch, mit größter Vorsicht vorzugehen. Die Verlockung seiner Macht ist schwer zu widerstehen. Und ich bin das lebende Beispiel dafür, wie es jemanden verderben kann. Wild. Konfrontiere ihn damit. Dass er zuvor noch erzählt hatte, dass er das Herz der Welt mit in die Zwischenwelt nehmen und dort versiegeln wollte. Eindride schaut überrascht und dann etwas beschämt, als du ihn mit seinen eigenen Worten konfrontierst. Ihr habt recht, räumt er ein. Es war tatsächlich mein Plan, das Herz der Welt mit in die Zwischenwelt zu nehmen und es dort zu versiegeln. Ich war davon überzeugt, dass es der sicherste Ort wäre, wo es niemandem schaden könnte. Er seufzt tief.
aber als ich das Experiment durchführte, das mich in die Zwischenwelt brachte, ging etwas schief. Das Ritual war instabiler, als ich dachte. Das Herz der Welt wurde nicht mit mir in die Zwischenwelt gezogen. Es wurde stattdessen hier im Turm zurückgelassen. Eolande muss es entdeckt und dann selbst versiegelt haben, um es vor anderen und vielleicht auch vor mir zu schützen. Er schließt die Augen für einen Moment. Meine Besessenheit mit dem Kristall und meiner eigenen Macht hat mich blind gemacht. Ich habe nicht erkannt, welches Risiko ich einging, und für meine Fehleinschätzung habe ich einen hohen Preis bezahlt. Er blickt dich direkt an. Ich kann meine Fehler nicht rückgängig machen. Aber ich kann euch warnen und euch bitten, das Herz der Welt in Ruhe zu lassen. Es ist zu mächtig und zu gefährlich, selbst für erfahrene Magier. Okay, fein. Wir bleiben dabei. Das Herz der Welt ist irgendwo in diesem Turm versiegelt. Wir sollen uns nicht auf die Suche danach machen, weil es einfach zu mächtig ist. Das hat so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes, ne? Dieser eine Ring, der auch zu mächtig ist für viele Menschen. Ja, aber was machen wir jetzt? Ich frage ihn einfach mal, ob er glaubt, dass Eolande noch lebt. Frage Eindride, ob er glaubt, dass Eolande noch lebt. Eindrides Augen werden weich, als er über Eolande nachdenkt. Eolande war immer stärker und klüger als ich. Und er hatte ein besseres Verständnis dafür, wie man Magie verantwortungsbewusst einsetzt, erklärt er. Wenn jemand die Zeiten überstanden hat, dann er. Dann runzelt er die Stirn. Die Lebensspanne von Zauberern, also wie ich bereits sagte, kann durchaus länger sein als die der meisten Sterblichen. Doch selbst Zauberer sind nicht unsterblich. Es ist schon viele Jahrhunderte her, seit unser Streit und mein Unfall im Turm passiert sind. Selbst wenn er noch lebte, als er den Turm verließ, wäre es erstaunlich, wenn er heute noch am Leben wäre. Er fügt nachdenklich hinzu, doch die Magie ist ein merkwürdiges Ding. Und es gibt viele Geheimnisse und Rätsel, die ich in meinem Leben nicht gelüftet habe. Es wäre möglich, dass Eolande eine Möglichkeit gefunden hat, sein Leben zu verlängern oder sich auf andere Weise zu schützen. Wenn er noch lebt, dann hoffe ich, dass er ein erfülltes Leben fernab der dunklen Magie und der Machtspiele, in die ich verstrickt war, gefunden hat. Come on, oder? Wir machen uns auf die Suche nach Eolande. Natürlich machen wir das. Frage Eindride, ob er eine Idee hat, wo sich Eolande aufhalten könnte. Eindride seufzte, als er über Eolandes möglichen Aufenthaltsort nachdachte. Eolande hat oft von einem Ort gesprochen, den er als das Heilige Tal bezeichnete. Es war ein Ort, an den er zurückkehren wollte, sobald er genug von der Welt und ihrer Magie gesehen hatte. Er sprach davon, wie es ein Zufluchtsort für all jene war, die den Lärm der Welt satt hatten und inneren Frieden suchten. Er schließt kurz seine Augen, als ob er versucht, sich an weit zurückliegende Erinnerungen zu klammern. Das Heilige Tal ist von mächtigen Schutzzaubern umgeben, die es für Außenstehende nahezu unmöglich macht, es zu finden. Eolande erwähnte einmal, dass es in den Bergen liegt, jenseits des großen Waldes und an einem Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Er blickt ihr tief in die Augen.
wenn Eolande noch lebt und wenn er irgendwo in dieser Welt ist, dann wäre das heilige Tal der Ort, an dem ich nach ihm suchen würde. Doch sei gewarnt, die Reise dorthin wird nicht einfach sein und die Schutzzauber werden dich auf die Probe stellen. Wow, meine Lieben, also das war eine Geschichte mit mehreren Wendungen. Eindride ist offensichtlich einsichtig geworden durch seine Zeit in der Zwischenwelt. Er hat uns einen guten Hinweis gegeben, wo wir möglicherweise Eolande finden, wenn er noch am Leben ist. Möglicherweise können wir die Freundschaft dieser beiden mächtigen Zauberer wieder kitten. Das alles werden wir in der nächsten Folge von Lunaris Liest tun. Und ich sag euch, ihr könnt jedes Mal, wenn wir das machen, live bei mir im Stream dabei sein und mitentscheiden, was wir als nächstes tun, wie wir dem Zauberer helfen, ob wir ins Heilige Tal finden, was für Proviant wir mitnehmen. Das alles liegt quasi in unserer Hand, wenn ihr dabei seid bei mir im Twitch-Livestream. So, und damit hinterlasst gerne Abos, Däumchens, Glöckchens, Likes, damit ihr auf dem aktuellen Stand bleibt. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!